Ja, willkommen zurück bei Crusader No Remorse. In der letzten Folge haben wir einen Senator aus seiner Einrichtung geholt und jetzt schauen wir uns erstmal hier wieder in der Basis um, der Rebellenbasis. Erstmal Nachrichten gucken, ne? News. Unser Ministerium für globale Ausbildung und Gesundheit verkündete heute, die Errichtung des riesigen John F. Anders Orbitallabors ist in Kürze abgeschlossen. Sobald es völlig funktionstüchtig ist, wird das Labor dazu benutzt werden, die Wirkung neu entwickelter Serien gegen virulente Seuchen zu testen. Laut Forscher Dr. Beal, dem Projektleiter des Ministeriums für globale Ausbildung und Gesundheit, ist die orbitale Plattform eine ausgezeichnete Quarantänestation. Was für ein wundervoller Weg, das Wohlergehen der Bürger auf dieser Erde zu verbessern, ohne dass unsere Immobilienpreise ansteigen werden. Du bist jetzt dran, Josh. Josh. Na gut, haben wir abgebrochen. So, ihr seid immer nur solche Kameraden, die nichts sagen. Hier sitzt niemand mehr. Okay, was ist mit dir? Es tut mir leid, dass Ihr letzter Einsatz problematisch verlief. Der Colonel wollte, dass ich Sie sofort zurückhole. Sie tun, was ich Ihnen sage. Danke, Zauberer. Nicht mal eine Pause in der Zentrale war drin. An Ihrer Stelle würde ich mich beschweren. Sie haben ein Recht auf ein bisschen Erholung. Glauben Sie mir eins, ich habe ihn gewarnt, als mir die Schnüffler auf den Fersen waren. Wir wollten Ihr Signal umleiten und Sie den Elite-Soldaten zum Fraß vorwerfen. Aber den Schnüffler, der Elektronen schneller umleiten kann als ich, gibt's noch nicht. Ich habe Sie zurückgeholt, bevor die überhaupt kapierten, was los war. Na, wer ist hier der Rückholspezialist? Sie können auf mich zählen, Blechmann. Das ist schön. Und du? Und ich dachte, dass Verwaltungsarbeit langweilig wäre. Wissen Sie was, Captain? Hier ist es nie langweilig. Hier wird einem immer etwas geboten. Während Sie Ihre letzte Mission erfüllten, schickte die Zentrale ein Sicherheitsteam. Es durchsuchte die ganze Basis. Keiner hat uns darüber aufgeklärt, wieso dieses Team gekommen war. Was immer Sie suchten, Sie haben es nicht gefunden. Es ist vielleicht albern, aber ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was um mich herum gespielt wird. Tja. Und was gibt's bei dir Neues? Seien Sie mir gegrüßt. Das Wiesel und die Ware sind hier. Ich habe alles, was Ihr zerstörerisches Herz begehrt. Waffen in groß und klein. Und Blast Packs habe ich auch dabei. Alles klar? Hören Sie, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie inspizieren die Ware in aller Ruhe. Und dann sprechen wir über den Preis. Hm? Was darf es denn sein, Captain? So, also die nicht. Fissionsbatterie haben wir schon. Da steht zwar im Besitz 0, aber Plasma-Generator können wir uns nicht leisten. Wüsste ich auch gerade nicht, was der macht. Vielleicht verstärkt er unsere Schilder. So. Scanner, wie gesagt. Fehlkauf. Die sieht auch interessant aus. Auch eine Energiewaffe. So, Munition. Haben wir auch erstmal alles. Dann gibt's nix heute. Ja bitte, ja bitte, ja bitte. Hören Sie, ich wäre nicht so wählerisch, wenn ich Sie wäre, Captain. Auch wenn es nicht die beste Ware ist, bin ich im Moment der Einzige, der was anbieten kann. Ich weiß, das Konsortium hat bessere Waffen, aber bei denen stinkt was gewaltig, gewaltig. Verstehen Sie mich? Es stinkt gewaltig. Also, möchten Sie vielleicht was anderes kaufen? Nein, halt nicht. Gut, na dann gucken wir mal, ob es einen neuen Auftrag für uns gibt. Beziehungsweise müssen wir uns noch aufwerten. Ich weiß nicht, ob das Schild schon, unsere Energie schon auf Maximum ist. Gehen wir mal hier rein. Kleines bisschen konnten wir uns noch aufpäppeln. Na. Wir werden gegen das WEC-Nervengaslager einen Präventivangriff starten und es zerstören, Captain. Corporal Reeves schleust sie in die Hauptlagergebäude ein. Sie haben eine Fusionspack dabei. Alles, was sie tun müssen, ist, die Pack irgendwo auf deren Abschirmung zu deponieren und das Lager wird Kilometer hoch in die Luft fliegen. Unsere Wissenschaftler haben uns versichert, dass durch die Explosion das Gift völlig verbrannt wird und keine gefährlichen Rückstände zurückbleiben werden. Auf jeden Fall werden wir unter keinen Umständen die Pack zünden, bevor nicht all unsere Einheiten das betreffende Gebiet verlassen haben.
Das WEC wird annehmen, dass Nell geredet hat. Das bedeutet, dass man uns erwartet. Wenn es nicht beim ersten Versuch klappt, wird es eine Katastrophe. Na toll. Überhaupt kein Druck. Nein, dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir für eine Waffe? MG, okay. Irgendwo eine Kamera? Ja, da drüben. Gehen wir mal vorsichtig. Rote Karte, da müssten wir irgendwie da hoch. Ne? Müssen wir erstmal das Ding runterholen. So. Kamera schaut nicht. So. Erstmal in die Richtung, vielleicht einfach mal was hinterjagen. Was war das gerade? Okay, scheint nichts zu sein. Na. Versuchen wir es mal mit Sprung, oder? Jetzt ist es aus, oder? Na komm. So sieht es aus, wäre da noch eine Kamera irgendwo. Hier sind überall Schilder davor. Vor den Türen. Da ist die nächste Kamera. Sehen wir die von hier drüben, oder ich? Ah, da ist auch noch ein. Sowas. Okay, das wäre schon mal hinüber. Und jetzt. Ach, das ist so ein. Wir können auch erstmal gucken im Inventar nochmal, was genau von uns wollen. So sieht das aus. EOD Nervengasbehälter auf Ebene 7 finden. Einsatzziel mit Fusionspack zerstören. Sehen, ob ich mit einer Spinnenmine da rankomme. Ja. Oder nicht? Vielleicht kann er auch nicht hier drüber laufen. Sehen. Okay, Kiste ist heil geblieben, Kamera ist weg. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Da ist noch eine Mine, also muss man hier lang laufen. Mist. Da ist noch ein Mech unterwegs. Da ist eine grüne Karte. Die holen wir uns erstmal. Mal hier auf die Mine treten. Sehr gut. Und der eine scheint hier auf die Mine gelatscht zu sein. Ne? Ich auch. Naja. Vielleicht hat er ja einen Heilpack bei sich. Nee. Lass mal provisorisch in die Richtung schießen. Was zischt hier so? Also die grüne hat man, glaube ich, oder? Guter Gewehr. Wow.
Krass. Jetzt zischt es nicht mehr, aber ich habe gar nicht gesehen, wo da was raus kann. Suchen wir doch mal hier. Ah, okay. Ja. Das ist die Kiste, die holen wir uns noch. Nur Munition, aber immerhin. So, jetzt müssen wir so vorsichtig machen wegen den Minen. Wer hat Alarm gegeben? Alarmstufe rot. Alarm. Das war irgendwo eine Kamera. Oh. So, jetzt mal schnell sowas nehmen. Okay, das war glaube ich ganz gut. Aber der Alarm ist immer noch. Sonst haben wir mal hier gucken. Ich weiß ja, hinter solchen Kisten irgendwie einen Schalter oder einen Fahrstuhl. Gucken wir erstmal, was da unten ist. Nee. Ich wollte wissen, wie ich das mache, dass das da oben bleibt. So. Aha. Wow. Aha. Das ist eine Heilstation. Und noch ein bisschen was. Sehen wir mal hier irgendwas treffen, ohne der Heilstation in die Luft zu jagen. Eine Spinnenmine vielleicht. Illegales Eindringen gemeldet. Sehen. Das haben alle drei umgestellt. Weiter. Ist hier drüben vielleicht noch einer? Na, da. Mensch, ist vielleicht hier noch einer? Ich sehe gerade nicht, wie man hier weiterkommt. Ja, ja. Vielleicht müssen wir mehrmals die treffen. Also nehme ich jetzt mal eine Waffe, die... naja, nicht so wertvolle Munition verschießt. Da machen wir das. Ha! Okay. Das war es zwar noch nicht, aber kann ich mal mit den Hebeln hier spielen.
Und das sind noch zwei. Ne, da ist auch noch einer, zumindest noch einer. Okay. Der hat Alarm ausgelöst. Alarm! Eindringling! Kompliziert. Aha, jetzt bin ich bei der Kiste. Nee, dann mach ich mir das Ding kaputt. Irgendwie eine Kombi geben. So, jetzt bin ich schon mal hier. Kann man gleich mal reingehen. Das bleibt nur kurz offen. So, gut. Okay, nicht schlecht. Achso. Ah, jetzt haben wir das Feld ausgestellt. Jetzt muss ich nur noch. Ah. Dann haben wir es doch. Alarm! Eindringlich! Plasmagenerator. Ah, haben wir den jetzt gekriegt? Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das hier auf? Wieder da hinten treffen. So, wieder raus. Oh. Andere Waffe. Wieder wegguckt, dann kriegt er Feuer. Okay. Okay, die Dinger sehen mich nicht. Offenbar. Wenn er wegguckt, roll ich mich mal da. Gebraucht, ne? Gleich mal. Spinnenmine wollte ich eigentlich nicht, nein. Egal. Ich wollte eigentlich im Inventar die Dinger auswählen. Alarm! Eindringling! So, was hat der, weiß ich. Gerade. Okay. Ja. So, aber. Wo wir den Alarm ausschalten können.
Okay, das hat die Laserwire hier drüben nur ausgeschaltet. Ich sehe, was da hingeht. Achso, ich würde erstmal hier unten das ausschalten. Ein Alarm. Wunderbar. Komme ich jetzt hier runter? Ja, was ist denn, wenn ich hinüberspringe? Upsa. Ich muss mir alle Fässer wegmachen. Ich möchte, dass ich selbst in die Luft springe. Ich kann gar nicht alle Fässer. Das hier will ich. Doch, jetzt. Okay. Okay. Hey. Okay. Da war ein Teleporter drin. Wo ist denn jetzt? Erstmal wieder so ein Ding nehmen, ne? Oder zwei. Oh. Ja. Achso, man darf zu schießen, wenn er wegguckt. Guckt er gleich wieder her. Gehen wir mal seitlich. Oh. Ja, hat geklappt. So, mal gucken, was die machen. Oh, wollte ich das? Wahrscheinlich nicht. Naja, komm ich wieder raus? Ja. Dann müssen wir jetzt rollen und springen, wie es aussieht. Rollen? Und springen. Und rollen. Ah, das ist eine Geschicklichkeitsübung. Muss wieder springen und dann nochmal springen. Springen, laufen, springen, springen. Ja, ich nehme sie alle mit. Da war noch so ein Typ, so ein Mech. Ah, jetzt weiß ich nicht, was in der Kiste drin war. Dämliche. Kraftfeld deaktiviert. Ah, okay. Nee, die Kiste kann ich glaube ich nicht mehr öffnen. Und ich war nichts Wichtiges drin. Glück nicht gemerkt, sonst hätte ich bestimmt eine Mine rausgelassen. So, geht's hier hin? Der nächste Teleporter. Noch ein Plasma-Generator. Weiß zwar nicht, ob man die öfters als einmal verwenden kann, aber. So, das nehmen wir. Ja. Und das nehmen wir auch nochmal. So, dann mal gucken, was hier hingeht. Ja. Ja, ich muss da durch. Oder kann ich seitlich rollen? Nee, kann ich nicht. Oder
Vielleicht geht's mit Springen. Ne? Und hopp. Mist. Aber naja, was soll's. Wenn man jetzt rauskommt. Ah, okay, hier. Da ist wieder eine Kamera. Okay. Kisten. Eins. Zwei. Und was hast du einstecken? Geld. Dämlich. Alarmstufe rot. Alarm. Eindringlich. Spinnenminen. Gleich zwei Stück. Jetzt kann ich wieder gucken. Kamera sieht mich nicht, wenn sie kann durch die Laserschranken nicht gucken. Na, umso besser. Komm, wir schalten erstmal den Alarm aus. Gebiet gesichert. Merde. So. Aber nö. Oh, die Kamera wird weg. Den Alarm können wir ja. Was für die nächste. So. Na, langsam kommen wir doch ganz gut zurecht, glaube ich. Was hat das gemacht? Wir gehen erstmal nach Norden. Ne? Ja. Findest du? Komm doch rum, wenn du dich traust. Traut sich nicht. Na gut. Aus den Augen, aus dem Sinn, es ist eher einer. Noch so ein Plasma-Ding. Wie gibt's denn da? So. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt noch so ein Medipack. Und noch sowas. Und dann gehen wir hier beim nächsten Mal weiter. Für heute sage ich allerdings Tschüss, macht's gut, bis dann. Euer Astronier. Tschüssi.